Ciao! Italienische Menschen sprechen so gerne, egal ob mit den Händen oder mit dem Mund. Vielleicht habt ihr das schon an mir bemerkt. Deswegen haben wir in der italienischen Sprache oder besser gesagt in der italienischen Art zu kommunizieren nicht nur, sondern zwei Gesten, womit wir jemandem sagen, dass er oder sie bitte schön zur Sache kommen sollte. Und eine von diesen zwei Gesten kann man mit einer dritten Geste verwechseln, mit dem wir jemandem sagen, dass er oder sie feige ist. Ist das nicht spannend? Alles das werden wir im heutigen Video zusammen entdecken. Siete pronti? Seid ihr bereit? Cominciamo! Lass uns anfangen! Auf meinem Kanal scheint immer die Sonne. Buongiorno a tutti da Tiziana l'Italiana. Guten Tag an alle von Tiziana l'Italiana. Herzlich willkommen zu meiner Reihe Italienisch sprechen mit den Händen über die italienische Gestik. Ich glaube, es stimmt. Wir Italiener sprechen so gerne. Meine Freundin Essie sagt, ich bin detailverliebt, wenn ich etwas erzähle, und ich gebe es zu, es ist so. Also, welche Geste machen wir in Italien, um jemandem zu sagen, beziehungsweise mir zu sagen, dass ich bitteschön zur Sache kommen sollte? Die erste Geste ist diese. Die Geste erinnert selbstverständlich an eine Schere und dabei können wir sagen, taglia. Tagliare, das Verb tagliare bedeutet schneiden. Also in diesem Fall meinen wir, mach's kurz. Tutto chiaro? Benissimo. Jetzt kommt die zweite Geste. Die zweite Geste ist diese. Also, erstmal ist meine Hand offen. Danach mache ich eine Faust. Und ich drücke dabei. Und ich halte das auch kurz so. Also, dabei kann ich sagen zum Beispiel stringi. Stringere bedeutet, stretto heißt eng, stringere ist etwas enger machen, also in diesem Fall wird gemeint selbstverständlich, es kürzer zu machen. Stringi. Oder auch vieni al dunque, komm zur Sache. Benissimo. Und dann die dritte Geste für heute und die dritte Geste bedeutet, du hast Angst. Und das ist die Geste. Also bei der ersten Geste hatte ich eine Faust gemacht. Bei dieser Geste, meine Finger bleiben gerade. Ich zeige es so. Also es ist nicht quack, quack, quack. Also diese vier Finger sind nicht zusammen in einer Reihe, sondern alle fünf Finger kommen zu einem Punkt in der Mitte. Manchmal, diese Geste macht man auch ein bisschen mit dem Mund, so. Dabei kann man sagen, hai paura, du hast Angst. Oder noch umgangssprachlicher, hai FIFA, genau wie im Deutschen, du hast Schieß. Wahrscheinlich erinnert diese Geste an das Pulsieren von Herz, wenn wir Angst haben. Dann, also alles, das Herz schlägt schneller und wir spüren das überall im Körper. Benissimo, ich hoffe, du bist dabei, die kleine Italienerin oder der kleine Italiener in dir zu entdecken. Und ich wünsche dir viel Italienisch in deinem Leben und viel Sonne in deinem Leben. In meiner Intro sage ich immer, auf meinem Kanal scheint immer die Sonne. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass jedes Mal, wenn du dich mit meinem Kanal verbindest, dann hast du gute Laune und auch einen Mini-Urlaub in Italien im Alltag. Alla prossima, da Tiziana l'Italiana. Ciao, ciao, ciao! Ciao.